Sie sind hier, 9. September 2018, 21.38 Uhr, von Florian Merz. Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern. Schalke verliert gegen Nettig das Finale des EULCS Summer Splits. Urheberrecht Riot Games Madrid, nach 4 Partien war Schluss. Schalke verliert das League of Legends EULCS Finale gegen Nettig. Dennoch ist die WM-Teilnahme noch immer möglich. Nach 4 spannenden Partien war Schluss in Madrid. FC Schalke 04 verliert gegen den haushohen Favoriten Nettig und verliert das erste EULCS-Finale der Vereinsgeschichte. Vor Spielbeginn wurde zudem Rasmus Caps Winter zum Most Valuable Player des Summer Splits gewählt. Eine Auszeichnung, die der Spieler mit einer entsprechenden Darbietung seines Könnens im Duell mit Schalke einmal mehr unter Beweis stellte. Schalke beginnt furios, obwohl Nettig von vornherein als Favorit gehandelt wurde, sprachen einige Experten Schalke zumindest eine gewisse Außenseiterchance zu. Die Truppe um Maurice Amazing Stücke Schneider konnte in den letzten Wochen der EULCS gerade aufgrund der Teamkompetenz glänzen und sich den 3. Platz in der Abschlusstabelle sichern. Entsprechend sorgte Königsblau für ein klares Ausrufezeichen, als das erste Spiel gegen Nettig gewonnen wurde. twitter.com/s04esports/status/1038815588997623831 Nettig wechselt aus und gewinnt. Für das zweite Match kam es bei Nettig zu einem Spielerwechsel. Soas rotierte in die Aufstellung und half seinem Team anschließend dabei, den Rückstand aufzuholen und direkt in Führung zu gehen. So gewann Nettig die folgenden 3 Spiele und krönte sich einmal mehr zum europäischen Champion. twitter.com/Nettig/status/1038857918253355008 World Championship noch nicht vom Tisch. Trotz der Finalniederlage geht es für Schalke spannend weiter. Bereits in der kommenden Woche trifft das Team aus dem Ruhrpott auf eine Mannschaft von Splitze, G2 Esports oder Misfits Gaming. Alle Teams haben im Zuge des Regionalqualifiers Gauntlets noch immer die Möglichkeit, die Reise nach Korea zur WM anzutreten. Als Zweitplatzierter des Summer Split Finals muss sich Schalke 04 lediglich in einem Best-of-5-Game behaupten, um das WM-Ticket zu lösen. Die Partie selbst findet am 16. September in den Berliner EULCS Studios statt. Von Florian Merz folgen @vielaude. Florian Merz, Jahrgang 1990, geboren in Oberkirch, schrieb während und nach seiner Ausbildung an der Heinrich-Hertz-Schule in Karlsruhe. Mehr